Jede Woche Ottilie Already. Das ist das Gesetz der Serie. Yes! Das ist entsetzlich. Es kommt immer wieder. Moment, ich bin noch nicht ganz fertig. Jeder Mensch hat schließlich gewisse Bedürfnisse. Aber wenn Sie das so interessiert, dann schauen Sie sich doch mal die Bedürfnisse des bellenden Butlers an. Ich brauchte jemanden und der Mensch stellte sich vor. Sie haben gewusst, dass er bestimmte Bedürfnisse hat? Hm? Aber woher denn, mein Lieber? Da ist er ja. Aber was hat er denn bloß? Was ist denn? Vielleicht bedrückt ihn irgendwas. Ach so. Und damit schnell wieder zurück zu unserem bellenden Butler. Er hat inzwischen eine neue Anstellung gefunden als Stiefelknecht und Schuhputzer bei dem leicht verarmten Freifräulein von Stöckel. Was machen Sie denn in meinen Schuhen? Das macht nichts, kann ja jedem mal passieren. Ich wollte sie sowieso entlassen. Was ist denn nun wieder los? Ah, endlich mal eine gute Nachricht. Nach den vielen Unfällen der diesjährigen Formel-1-Rennsaison, ich erinnere nur an die Ereignisse am Pappenheimring, haben sich die Verantwortlichen endlich etwas Neues einfallen lassen. Eine echte Alternative zum Autorennsport. Man fährt nicht mehr selber, man lässt fahren. Den ersten Champion der neuen Disziplin möchte ich Ihnen kurz vorstellen. 113, 114, 115. 116, 117. Der bellende Butler steht inzwischen in Diensten des Hauses Nassau, wo er leichte Gartenarbeit zu verrichten hat. Sie endet leider tragisch. Gott sei Dank ist jetzt alles vorbei. Eine Weile glaubte ich schon, Sie wären der bösartige Spritzer. Ja, ich auch. Ich? Na, immerhin waren Sie der Einzige von uns, der trocken geblieben ist. Warum hat er uns nur so nass gemacht? Ich glaube, ich weiß es. Deinetwegen. Na, was ist denn jetzt schon wieder los? Wo bleibt denn der mit dem Essen? Ich habe mir heute Kartoffelstückchen bestellt. Das Ding ist ja auch schon wieder kaputt. Hoppla. Was ist denn? Grüß euch hin.